Meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir nehmen euch heute mit zum Kinderarzt, denn es steht die U6, glaube ich, ist das an. Ja, der auf jeden Fall die U-Untersuchung kurz vor dem ersten Geburtstag, beziehungsweise kurz nach dem ersten Geburtstag. Und ich bin sehr gespannt, weil wir ja schon echt lange nicht mehr beim Kinderarzt waren. Und ich bin gespannt, was er sagt. Die Kleine wird, glaube ich, auch heute nochmal geimpft. Ja, sehen wir alles. Ich werde euch dann berichten, wie es läuft. Und wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Kinderarzt und ich wollte euch ganz kurz berichten, was passiert ist und allgemein wollte ich euch noch so ein kleines Lia-Update geben. Es kam ja schon lange keins mehr. Und jetzt ist die Kleine 12 Monate alt, ein Jahr, und da wollte ich einfach mal kurz ein Update geben. Was kann sie alles, was macht sie, und genau, ich würde sagen, wir fangen an mit einem Kinderarzttermin. Kinderarzttermin verlief super. Also die Kleine wurde natürlich gemessen, gewogen. Sie ist jetzt 77 cm groß und wiegt knapp 9,5 Kilo, glaube ich, waren das. Und ja, da wurde sie noch geimpft, wurde einmal alles abgeguckt. Also ob sie rechts, links gucken kann, ob sie hören kann. Ich glaube, ihr kennt das als Mama. Ist ja immer das gleiche Prozedere sozusagen. Ja, also Kinderarzt war wirklich total toll. Der Kinderarzt war wirklich sehr zufrieden auch. Der hat die ganze Zeit gesagt, wow, sie ist super entwickelt und das macht sie aber toll. Ich habe dann angesprochen, das Poporutschen, weil für einige, also einige wissen es, glaube ich, von euch, dass Lia einfach nicht krabbelt, sondern ein Poporutscher ist. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war sie eben ein Poporutscher. Ja, sie krabbelt also nicht, sondern rutscht eben auf dem Popo hin und her. Das hat meine große Schwester auch so gemacht. Und viele haben mir einfach gesagt, hier, das ist nicht gut, sie muss krabbeln, bla bla. Und ich habe mir dann auch ein bisschen Sorgen gemacht, aber habe das dann beim Kinderarzt angesprochen. Der Kinderarzt wollte das dann sehen, wie sie sich fortbewegt. Und dann hat der Kinderarzt gesagt, das ist gar kein Problem. 10% aller Kinder sind Poporutscher und krabbeln niemals in ihrem Leben. Und da würde Lia dann wohl dazugehören. So, er hat dann wie gesagt auch einmal gesehen, wie sie sich fortbewegt. Und hat auch gesehen, wie sie schon läuft. Also, ja, sie ist dann vom Stuhl 2 Schritte zu mir gelaufen. Das hat er auch gesehen und fand er auch ganz toll, dass sie halt eben dann sich trotzdem gut fortbewegen kann und keine Rechts-Links-Schwäche hat. Das ist ja meistens der Fall, wenn Kinder nicht krabbeln, dass sie eventuell eine Rechts-Links-Schwäche haben. Ich hoffe, sie stört euch übrigens nicht, wenn sie hier krabbelt. Popo rutscht, genau. Ja, und dann wollte ich eigentlich so allgemein ein Update geben. Thema Schlafen, Essen, ne, ihr wisst es ja Bescheid. Also, die Kleine isst derzeit alles, was wir auch essen, nur immer ungewürzt sozusagen. Also, wenn ich koche, dann koche ich immer so, dass ich erst am Ende würze und dann der Kleine immer so ein kleines bisschen abfülle sozusagen. Heute gab es zum Beispiel Kartoffelpüree, den hat die ganz fleißig mitgegessen. Sie ist jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, sie ist nicht so ein guter Esser. Sie hat lieber gern so kleine Fingersnacks, also mal ein Stück Wurst oder mal eine Gurke oder so. Aber so richtig Mittag isst sie sehr, sehr selten. Richtig viel, also sie isst immer so 2-3 Löffel, aber Brei zum Beispiel mag sie gar nicht. Gläschen ist überhaupt nicht ihr Ding. Ich persönlich war da als Kind genauso. Meine Mutter sagt immer wieder, das ist 1:1, genau wie du. Ja, ich habe eben auch keine Gläschen gegessen. Ich habe immer nur selbst gekocht gegessen.
Genau, Thema Stillen. Wir stillen eben noch nachts, wir stillen noch am Tag. Die Kleine holt sich einfach das, was sie braucht. Und genau, es ist schon relativ wenig geworden. Zum Beispiel nur noch einmal nachts oder ja, ich glaube, ich schätze jetzt mal so 3-4 Mal am Tag. Aber ja, sie soll so lange stillen, wie sie möchte. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit Thema Schlafen, wo wir gerade schon bei dem Thema nachts sind. Schlafen tut sie hier in ihrem eigenen Bettchen. Seht ihr ja, wir haben das im Schlafzimmer jetzt einmal das Beistellbett gegen ihr großes Bettchen ausgetauscht, weil sie einfach nicht mehr ins Beistellbett gepasst hat. Also von der Länge her schon, aber ich hatte einfach zu doll Angst, dass sie sich da irgendwann mal rausdreht oder ja, da hätte sie auch einfach ganz leicht rausfallen können. Deswegen haben wir das große Bettchen reingestellt. Klappt auch super. Ich lege sie da abends immer rein, wenn sie eingeschlafen ist. Da drin alleine einschlafen tut sie noch nicht. Ich lege sie dann aber immer rein. Meistens wird sie dann so gegen 3, 4 Uhr nachts wach. Und dann hole ich sie rüber zu mir ins Bett und dann schläft sie auch die restliche Zeit dort. Es steht ja hier direkt bei meiner Seite dran. Das heißt, sie kann auch nicht rausfallen, weil hier eben ihr Bettchen steht. Und bis jetzt ist ja auch nichts passiert. Meistens schläft sie sowieso in der Mitte von uns. Und da ist zwischen Papa und Lia immer noch das große Stillkissen, dass da auch nichts passieren kann. Aber bis jetzt lief es ja ein Jahr gut. Also ich denke, dass da auch nichts passieren wird. Ja, Mittagsschlaf macht sie immer von 13 bis 14 Uhr. Das ist eigentlich immer so. Also man kann dann wirklich die Uhr nachstellen. Sie macht dann immer Mittagsschlaf. Außer heute. Wir haben es 14 Uhr und die Kleine schläft noch nicht. Aber das ist ganz einfach so, weil wir letzte Nacht ziemlich lange wach waren bis um 4 Uhr und sie jetzt heute Morgen bis um 11 Uhr geschlafen hat. Ja, das heißt, ich denke, dass sie jetzt heute um 16 Uhr ungefähr schlafen wird und ab morgen ist dann wieder der ganz normale Alltag drin. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Thema Krabbeln weiter. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Also, Lia krabbelt inzwischen. Unglaublich, aber ich war einmal in einer Krabbelgruppe und sie hat es sich direkt von den anderen Babys abgeschaut. Am nächsten Tag hat sie gekrabbelt. Also, ja, jetzt krabbelt sie fleißig hin und her. Sie bevorzugt immer noch das Puppe-Rutschen, weil sie gerne Sachen in der Hand hat, die sie dann durch die Gegend trägt. Und beim Krabbeln ist es nun mal nicht so einfach. Ich glaube, das könnt ihr euch gut vorstellen. Und dementsprechend ist sie eher noch ein Puppo-Rutscher und bewegt sich sehr viel auf dem Puppo fort, aber sie krabbelt auch ab und an. Ja, Thema Laufen. Laufen tut sie schon sehr, sehr gut an einer Hand. Also wenn ich sie an einer Hand nehme, dann läuft sie richtig gut mit. Sie läuft hier am Bett entlang, sie läuft am Sofa entlang, sie läuft am Tisch entlang. Also sie läuft eigentlich überall, wo sie laufen kann. Sie zieht sich überall hoch. Und ich denke, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis sie dann wirklich komplett allein läuft. Okay, das war es auch erstmal so grob und ganz zu Lia jetzt. Spielen tut sie unfassbar toll. Ihr seht die ganze Zeit, sie spielt ganz alleine gerade und quasselt dabei richtig toll. Ja, Thema Reden kann ich ja nochmal ansprechen. Thema Sprechen. Ja, sie sagt Mama, Papa, sie macht jetzt immer O. Das ist so süß, wenn sie irgendwas sieht, dann macht sie mal O. Und was hat sie noch? Sie quasselt halt total viel, wenn sie spielt. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hört. Also sie erzählt dann immer ganz viel, wenn sie irgendwas macht. Das finde ich auch total süß. Ja, und sonst lassen wir einfach die Zeit, die sie braucht. Und ja, dann war es auch eigentlich mit dem Baby-Update. Ich hoffe, euch hat dieses Baby-Update gefallen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie eure Kinder sich so entwickelt haben, obwohl ich das nicht vergleichen möchte. Jedes Kind ist dann nun mal anders. Und Lia ja, entwickelt sich so, wie sie es gern hätte, wie sie es braucht und wie es für sie vorgesehen ist. Sie ist eine wirklich ganz, ganz tolle Maus, finde ich. Wenn man sie so beobachtet beim Spielen, das ist unfassbar. Das macht mich so stolz. Ja, jetzt habe ich euch genug vorgelabert. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!